Bin leider an der CD-Rampe. Oh, Reflex, 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 Reflex! Oh, Reflex! Bombe, Bombe? Der diffust nicht. Geh weg, geh weg! Wow, nice. Richtig geil. Schön gemacht von Reflex. Schöne Shots. Lang genug überlebt und Fifflat fickt nochmal die Wand. Nice. 10-5. Selten so eine gute Halbzeit gesehen. Von einem Gegner von Nip. So, jetzt bin ich gespannt auf die zweite Hälfte. Sollte hier wirklich erst die erste Sensation auf dem Programm stehen. Boah, NATO mit Opening. Und auch Season Mitte hoch. Blocken noch kurz. NATO immer noch Mitte oben. NATO bekommt jetzt Besuch. Oh, schade, macht er keinen mehr. Hat aber auch relativ wenig Support. Doch, Naso hat ihn ein bisschen supportet. Lang versammelt. Das Gute ist aber, dass Alu das noch die ganze Zeit spottet. Heißt, er kann ansagen und seine Mates können relativ zügig verschieben. Und das wird auch gleich passieren. Was? Warum macht Fouls da bitte einen Headshot? Oh, jetzt hat Skirs sogar extrem schwer im Retake. Oh, richtig gut abgegammelt von Forrest. Oh, sie haben so ein Kit. Ah, Zeit läuft ihnen auf davon und gegen 3 hat Naso auch keine Chance. Nip also auch mit der T-Pistol. Boah, wie krass das gewesen wäre, wenn Curse die auch noch gewonnen hätte. Unter was für einem enormen Druck ist dann... unter welchem enormen Druck Nip dann gestanden hätte. Das erste Mal wahrscheinlich. War ich auch für 20 Sekunden. Was? Ich bin halt ausgerastet. Hab halt rumgeschrien. Ich hab Ficken gesagt. Und ist nicht mal gelogen. Ja, das tut mir leid, aber ich hab halt ich hab nichts gemacht. Kurz Broadcaster checken. Nö. Oh, da steht tatsächlich seit 3 Minuten wieder näher. Ja gut, ne? Keine Ahnung, ob es an Twitch liegt, am Open Broadcaster Dings. Oh, das mit dem Wandficken hat man gehört. Na, das ist doch das Wichtigste. Ja, tut mir leid. Bin mal gespannt, ob das auf dem VOD noch drauf ist. Was vielleicht sein kann, wenn ihr alle fleißig reportet habt, dass vielleicht von Twitch-Seite irgendwie kurz ein Reset gab oder so. Hoffen wir einfach mal, dass es das war und jetzt alle wieder flüssig dabei sind. So, in den Runden passiert erfahrungsgemäß relativ wenig. Wobei, Gadget soll mal einen Frag machen. Oh. 600 kriegt er tatsächlich noch für einen Frag. Mit der Bison. So, nice.
als 3 gegen 3 sogar rausgespielt. Auf geht's, Natu. Raute YOLO. Oh, Pause oder was? Hälfte von down oder was? Internet down oder was? Die Welt geht unter, ist halt etwa schon der 21. So, wir sehen uns nochmal schön. Also das Gute ist, ich glaube, wenn man kurz steht, müsste man auch den Schatten eher sehen. Und da kommt die Sonne. Doch, müsste eigentlich hier der Schatten hinfallen. Sieht man ja auch hier an der Wand. Also kurz hat man wahrscheinlich auch einen Nachteil als T. Lang, das haben wir ja schon geklärt. Hier hat dann eher der... Da müsste man sich mal halt alles überlegen. Mit Freelook durchfahren oder mal mit einem Mate testen. So, was ist jetzt hier los? Anscheinend Pause. 667 GoTV-Viewer. Grüße an die Mutti von Insane aka Tobi. Ach, Insane aka Tobi. Eieiei. Diese Nicknames werden auch immer schlimmer im Internet. Nehmt euch mein Beispiel an mir. Spiel um Platz 3. Lemmedogs 11-4 auf Mirage. Als CT. Respekt. Scheint sich tatsächlich einen dritten Platz zu sichern. Wie alle das GUI wollen. Ich bin dazu nicht befugt, oder ich werde das auf jeden Fall nicht weitergeben. Das wurde nicht von mir gemacht, es wurde für mich gemacht. Wenn das Spattel das weitergeben will, dann liegt es ganz allein in seiner Hand. Von daher müsst ihr ihn fragen und nicht mich. Ich bin nur der, der es verwendet, nicht der, der es gemacht hat. Ja. Und er, also es wird auf jeden Fall auch nicht funktionieren, wenn ihr ihm Geld anbietet. So viel kann ich eigentlich schon mal sagen. Also daran ist er eigentlich nicht interessiert, daraus irgendwie Profit zu schlagen. Ja, von daher, keine Ahnung. Hey, ich wäre auch ein ESA Guest Pass. Ich hab sogar... Fällt gerade ein, was ich malen könnte. Ich verlose das GUI. Ja, toll, das bringt's halt. Ja, wenn's halt einer hat, dann haben's halt irgendwann alle. Ich sag mal so viel, wenn ihr Google hackt, dann habt ihr es auch. Es liegt auf den bösen Google-Servern. So, wie bitter das übrigens wieder wäre, wenn das Curse trifft, wenn hier wieder einer abgekackt ist. Auch wenn das Spiel, muss man sagen, relativ reibungslos bisher verlaufen ist. Diese komischen Fake-Drops bei Alu. Aber ansonsten war ja eigentlich... War ja, ist hier nichts vorgekommen bisher. Schweden haben technische Probleme. Oh, glaube ich nicht. Als ob... Na, ich drücke mal auf den Werbebutton und hoffe, ihr seid rechtzeitig. Oh, das geht in der Zeit nicht weiter.
versuchen, die Maus zu fixen. So, um das nochmal klarzustellen, an die Leute, die meinen, ich hate hier NIP. Ich hate nicht NIP, ich hate den Erfolg von NIP. Und würde ihnen einfach mal eine Niederlage gönnen. Weil nicht mal mehr eine Niederlage, ein Map-Verlust wäre schon mal hervorragend. Das wäre schon mal ein Erfolg. Und ich denke, das sehen viele so. Ich meine, ich hege jetzt hier keine wirklichen Antipathien oder enorme Sympathien für einen von den Spielern. Wobei Forrest ist natürlich ganz cool. Ich mag eigentlich auch Getright. Gibt immer ganz solide Interviews. Bei Curse fehlen mir einfach so ein paar wichtige Figuren, wobei man die auch relativ alle kennt. Also Nasu ist natürlich ein alter Spieler, Natu. Alu ist jetzt auch schon eine Weile dabei in 1.6. Trotzdem, ich zelebriere meistens eher geile Runden und bin dann doch eher für den Underdog. Und der ist ja ganz klar Curse. Und bisher sieht es ja auch gut aus, dass ich hier vielleicht eine Map gewinne. Wobei, jetzt ist NIP T. Dann sind sie meistens nochmal viel, viel, viel krasser. Man kann eigentlich nie genau sagen. Selbst wenn Curse jetzt irgendwie 12-3 gemacht hätte oder so, wäre es immer noch, wäre es noch lange nicht gegessen. Werden gerade fleißig Invites, Dota-Invites ausgetauscht. Wann wird das Spiel eigentlich Open Beta, Open, also offen? Psy auch irgendwann passieren? Boah, Lemon Dogs auch noch gewonnen. 16-4 zerfickt auf Mirage, krass. Also Kratzer an Lemon Dogs. Nicht schlecht. Also sie scheinen sich, haben sich jetzt doch eigentlich etabliert oben, würde ich meinen. Sind ja eigentlich zweitbeste schwedische Team. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich meine, AL ist schlecht zurzeit. Also was ist schlecht, aber oben mithalten können sie halt nicht. Lemon Dogs ist da schon einen Ticken besser. Und viel mehr schwedische Teams gibt es eigentlich nicht. Gut, Western Wolves noch. Und ja, AL sind vielleicht so die Top 4. Und NIP halt 1, Lemon Dogs 2, AL 3, WW 4, irgendwie so. Bei Gozu haben wir noch. Gozu vielleicht eher 4. Freut mich auf jeden Fall, dass wir hier auch eher unbekannte Spieler oben mit drin sehen. Oder zumindest für mich unbekannte Spieler. Man trifft ja jetzt in Go doch schon sehr, sehr viele neue Gesichter. Aus der CSS-Szene, aber auch aus anderen Szenen wechseln ja Spieler rüber. YOLO, Mann, YOLO. Paint fragt, wie der Score ist, 10-7 für Curse.
Es scheint übrigens auch die GoTV-View pausiert zu sein. Also ich vermute, das updatet nicht währenddessen. Was ich allgemein überhaupt nicht hoffe, ist, dass ich hier irgendwie... Dass ich vielleicht nur kurz gedisst bin und wir jetzt einfach alle Runden verpasst haben. Aber ich hoffe es mal nicht. Ach, zum Glück. Also alles gut gegangen. Lag zum Glück nicht an mir. Geiler Witz, Dagoschen. Dota is better than LOL. LOL player couldn't deny it. Sehr schön. So, wer trainiert nicht? Klar trainiert Nip. Natürlich trainieren die, hallo? Also wer glaubt, dass Nip so viele Turniere ohne Training gewinnt, der lebt in einer netten Welt. So, kann mir mal jemand sagen, was los ist? Gibt es irgendwie einen Bericht von vor Ort oder so? Gibt's auf dem englischen Stream irgendwas dazu? Die haben doch da bestimmt mehr Infos als ich. Yes, Game Pause. One of the PCs of the Finnish boys is dead. Okay. Schreibt zumindest einen in den Kommentaren auf Reddit.org. Geh mal davon aus, dass das stimmt. Zumal es ja schon vorgekommen ist auf dem Event. Ganze 5 Mal in einem Spiel. Bitter, bitter. Vor allem enorm bitter, dass es jetzt hier auftritt. Im Finale. In so einem wichtigen Spiel. Vor allem, man führt auch noch. Aber zum Glück gibt es halt diese Backup-Funktion, von daher geht Geld eigentlich nicht verloren. Es ist halt nur nervig und strengt die Gemüter an. Na gut, es scheint hier auf jeden Fall sich noch ein bisschen hinzuziehen. So, aber ich kann ja in der Zwischenzeit nochmal malen. So, irgendeine, ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen, hatte mir nämlich noch einen Moment. Warum ist es jetzt weg? Software, okay. Paint. Ach so, jetzt geht's. Ach, ich dachte schon. Ja, ein netter Herr hat mir noch einen Uploaded Premium Account geschickt. Über 2 Jahre, nee, 2 Wochen. Nee, 48 Stunden nur so. So, und ich wollte noch was malen. Ich gebe keinen Hinweis. Boah, es ist echt schwer. Ich weiß noch nicht, wie ich das irgendwie deutlich machen kann. Na, ich versuch's mal. Also, es zählt nur im Twitch-Chat, wer es zuerst postet. Und bitte, also es ist, ich will jetzt nicht, warte mal, wie sagst du das? Also es hat was mit E-Sport zu tun und ich will jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Haus male, will ich jetzt nicht hören, das ist ein Haus, sondern ihr müsst ein bisschen vielleicht um die Ecke denken. Das ist es eigentlich schon. Rampe. Was ist der Töner bei Lloyd? Nee, es ist. Die Flugzeug ist ja schon mal richtig. Ah, DE747 ist nicht schlecht. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ah, wie malt man. Ich kann einfach nicht malen. Das ist, glaube ich, auch blöd von mir gewählt. Kann man hier nicht enorm groß machen?
neu. Immer was anderes. Es wäre Spitfire gewesen. Also ich wollte auf den Spieler hinaus. Ich weiß, wahrscheinlich schlecht. Eine schlechte Wahl. Oh, das ist schwer. Oh, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das ist enorm schwer. Wie gesagt, man muss wieder um die Ecke denken. Das ist so fail eigentlich. Ah, ihr könnt mich eigentlich auslachen. Travelay. Nee. Oh fuck, wie war denn dann? Auch nicht schlecht. Ja, das geht schon mal in die Richtung. Warte mal. Ich schalte mal kurz in das Game. Ich brauche mal kurz eine Inspiration aus Google. Moment. Wie gesagt, ich bin unfähig zu malen. Gebe ich gerne zu. Das ist eine gute Analogie. Also Bender geht schon mal in die richtige Richtung. Klappt da raus. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ihr habt gute Einfälle auf jeden Fall. Ich sehe, ihr kennt euch aus. Okay, es geht weiter. Okay, wir setzen das nachher mal fort. Hä? Es geht doch nicht weiter. Haben die sich nicht gerade bewegt? Gut, Kommando zurück. Ja, gut, also Schuxi hat schon mal Roboter. So. Da kann man schon mal mitarbeiten. Ich habe einen Knall, das kann sein. So, und jetzt wie tue ich denn. Also wir haben schon mal Roboter, merkt euch das mal. Also Roboter plus das so hat was mit CS zu tun. Es ist aber auch schwer. Tornado Toni. Oh, du bist gar nicht so schlecht, Dottik. Du bist relativ nah dran. Du musst halt noch ein bisschen um die Ecke denken. Was ist denn noch? Fuck, wie war denn das? Ah, ich hab doch noch einen Browser hier drüben. Nice. Finn hat's. Hört auf zu schreiben. Hört auf!
Fantastic hat's. Robocop. Sehr schön. Ja, Luelei, du hast zwar glaub Robo geschrieben, aber nicht Robocop. Also ich bin hier schon genau. Also Fantastic hat's richtig, Robocop. Die schicke ich gleich eine PN. Wie soll man drauf kommen? Tja, da braucht man halt extremes Wissen. Ich soll nochmal in den Kindergarten gehen. Ja, nee. Es waren nicht zwei Menschen, das erste war ein Roboter. Ich bitte dich. So, ich habe übrigens die Runde verpasst. Aber egal, die ging eh an Nip. So. Also zurück zum Spiel hier. So, jetzt hat es gerade ein bisschen geleckt, aber das sollte sich legen. Nip hat auf jeden Fall die First Frags bekommen. Du hast relativ wenige Refrags. Oh, schöner Schuss in Alu. Aber es reicht wahrscheinlich nicht. Ne, reicht nicht. Nip mit der vierten. So, jetzt gibt es die Pause. Kann ein Reboot. Also, es war doch Alu. Frage. Gab es jetzt schon wieder. Sie haben wahrscheinlich einfach nur Pause gemacht, oder? Da ist ein Geld wieder. Ich weiß nicht. Es scheint auf jeden Fall einfach weiterzugehen. Spielstand womöglich gleich 10 zu 10. Nein, ich wollte Robocop. Vielleicht kann irgendjemand im Chat vielleicht mal erklären, was. Gob B hat halt einfach einen Spitznamen Robocop. Fertig. Hat den halt irgendwann mal bekommen in der Community. Weil er einfach so unglaublich stark war und so. Weiß nicht, auf jeden Fall Roboter. Er war halt einfach krass. Irgendwann hat mal Robocop rausgehauen und fertig. Ich habe aber nie gesagt, dass es einfach wird. Bei mir gewinnen halt nur die Hardcore-Leute. So, anyway, 10-10. Nipp mit einem langen Kontakt. Nasu verliert da. Er ist in der Grube. Nato. Boah, wird auch geholt. Alu auch direkt. Oh nein. Da sehen sie gerade nicht gut aus als CT. Skurk, NATO der Einzige, der den Frag ziehen konnte. Sorry, dass ich irgendwas überlesen habe. Chronix. Das ist ja vor 2 Minuten geschrieben. Mal sehen, ob ich es noch sehe. So, Eco für Curse. Ne, keine Eco. Haben schließlich 5 Runden in Folge abgegeben. 6 sogar. Können jetzt eigentlich auch jede Runde kaufen. Für AWP wird es zwar kaum reichen. So, nimmt wieder lang ein. Na, so ein Alu müssen da jetzt mal was umschießen. Oh, die Refli ging vielleicht von Nasu viel zu spät. Er kann trotzdem noch viel Schaden machen. Alu 1.
Oh, Nato hat trotzdem noch einen gekriegt. Nee, Nato hat einen bekommen. An. Da geholfen. Oh, Nato verschießt auch. Also der Support sitzt nicht richtig gut. Dennoch vielleicht noch die Chance. Skurk rechnet noch mit dem Go am B. Und Nip spielt es langsam. Vielleicht spielt das ja Kirsten die Karten. Was ist das? Du da zwei Finale, Carsten? What the fuck? Boah, hat sogar Schaden gemacht mit der E. Aber Nip macht's so gut, da bleibt keiner allein kurz. Reflex aber überlang. Vielleicht. Boah, wichtiges Duell jetzt gegen Fiflan. Er muss alle Ecken checken. Ah, oh, Fiflan, einfach zu stark. Hat aber auch sich selbst gehört. Konnte besser vor zielen. 7 Runden in Folge für Nip. Nein, 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 nein. Es darf nicht passieren. Es darf nicht schon wieder passieren. Also, aber ich meine, Kürz spielt halt nur an einer Position gerade scheiße. Und dort kommt, dort greift natürlich Nip auch an. Wenn sie das lang besser handeln. Sie wissen es natürlich auch. So, da gibt es nur so ein Zwischen-Eco oder sowas. Ne, P250, ein paar Grants. Da wieder sehr abwartend. Jetzt gibt es auch vielleicht kurz den Kontakt. Schade. Reicht nicht für einen Frag. Oh, mal sehen, was ein Gurk noch mit der Waffe machen kann. Vermutlich nicht so viel. Drauf. Ach, schade, ey. Nur noch Alu. Mit P250. Ah, holt immer noch Xist. Somit eigentlich eine ganz vernünftige, also Halb-Eco. Skurk hat halt noch die geselfte Waffe von vorher. So, jetzt kommt es drauf an. Sie müssen Runden holen jetzt. Hallo mit Aave, vielleicht klappt es ja damit. Vorhin konnte er keinen Frag machen. Forrest hat ihm da Gesicht gegeben an Lang. So, sie spielen was, sie spielen was. Gegen Cutters rein. Oder mit. Oh, schöner Boost auf Mitte. Der hat. Kennt man aus 1-6, aber Get Right gibt ihm Headshot. Alter. Wie bitter das schon wieder losgeht. Boah, und auch Skurk stirbt am B. Perfekt gemacht von Nip einfach, dass sie da jetzt sich entscheiden, auf den B zu gehen, nachdem es Lang das Problem war, darauf spekuliert, dass Kürs Lang irgendwie verstärkt deckt oder irgendwas am A besser probiert, B dementsprechend ein bisschen schlechter gedeckt ist und dann, ach, perfekte Entscheidung von Nip. Und natürlich auch der Headshot von Get Right in der Mitte. Mann, schon 14-10 jetzt. 9-0 gleich. Oh ne, sie werden sogar noch beide Waffen verlieren. Ja, keine Chance für Natu. So, Geld muss man ausgeben auf jeden Fall. Es reicht immerhin noch für einigermaßen gutes Equipment. So, vielleicht einfach mal so 2-1-2 kurz blocken, Lang vielleicht mal offen lassen. Sowas könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie schlecht. Was ein Pech, aber auch. Alu. Oh, sie treffen einfach nichts mehr. Wahnsinn. Es sind noch nicht mal 20 Sekunden vorüber und sind schon zwei First Tracks gefangen. Warum nicht einfach mal langsam spielen? Warum? Der wollen sie zu viel erzwingen gerade. Lol. Na, so hat es da noch nicht mal gerafft, dass dort
Ah, da gibt es auch nochmal Teamfläche in die Mitte, wobei oben rechts noch einer ist. Damit er sogar die CTs ab, die verschieben wollen. Einfach mal wieder wunderbar gespielt von Getright, lässt er den CTs wirklich absolut keine Chance. Und ja, sprayt sich da auch noch ein Headshot. 15-10, das Draw schon mal sicher für Nip. Oh Mann. Ja, zwei First Fracks. Ja, das gibt's natürlich eigentlich nicht. Ein First Frack und ein Nachfolge-Frack. Ein After First Frack. So, Nip spielt das sehr kontrolliert in der letzten Runde, aber vielleicht holt die sich Curse ja noch. Geht B rauf. Gibt sie HE auf Spot. Stirbt leider. Tor auch direkt tot. So, die Flash, Smokes, alles Mögliche. Einer vom Tor. Zwei wollen sie über Cutters über T-Base versuchen. Nee. Keiner kommt Cutters hoch. Einer über T-Base. Forest wird da gleich aber das Duell haben. Ah, er ist Mitte raus. Oh, doch, die Spieler haben doch nur nach Alu. Und Alu, Alu, Alu. Hallo, macht sich. GG, Nip legt tatsächlich das 11 zu 0 hin. Schade, schade, schade. Hätte nicht sollen sein. Ich hätte Curse sowas von gegönnt, hier das 2 zu gewinnen. Aber der Drop hat sie wahrscheinlich dann wieder zu sehr rausgebracht. Lang, wenn sie lang das einfach besser handeln, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Da wird das nochmal richtig knapp. Ach, so einfach. Ja, Nip einfach überragend als T. Curse hat aber trotzdem ein schönes Spiel gezeigt. Wir haben wieder mal ein ansehnliches Finale gesehen. Nicht so ein einseitiges, wie man vielleicht hätte vermuten können. Kratzer Nip für ihn, sonst für vierten Titel. Kriegen, glaube ich, auch sogar relativ viel Cash.